Schlank, schön und schüchtern wie ein Reh wirkte Stefanie Giesinger 2014 zu Beginn der 9. Staffel Germany's Next Topmodel, aus der sie Wochen später als Siegerin hervorgehen sollte. Doch anders als einige GNTM-Gewinnerinnen, die rasch nach ihrem Sieg in der Versenkung verschwanden, schaffte Stefanie Giesinger den Durchbruch. Nicht nur als Model, sondern auch als Social-Media-Star, Unternehmerin und Idol. Sie wurde 1995 als Tochter russlanddeutscher Aussiedler aus Sibirien in Kaiserslautern geboren, wo sie später das Gymnasium am Ritterberg besuchte, bis sie 2013/14 im Alter von 17 Jahren an der 9. Staffel von Germany's Next Topmodel teilnahm. Eigentlich hatte sie Kinderpsychologin werden wollen, doch durch GNTM kam alles anders. 2 Jahre arbeitete Giesinger mit der Agentur One1 zusammen. Der Vertrag war neben dem Cover auf der deutschen Cosmopolitan einer der Preise für die GNTM-Gewinnerin. Sie lief bei Modenschauen zahlreicher Designer mit, darunter auf der Berliner, Mailänder sowie der New Yorker Fashion Week. 2016 spielte Stefanie Giesinger im Musikclip zu 80 Millionen von Max Giesinger mit. Trotz ihres gemeinsamen Nachnamens sind Stefanie und Max Giesinger nicht miteinander verwandt. Gute Freunde sind die beiden Showgrößen aber durchaus. Auch abseits des Laufstegs machte sich die sympathische Beauty einen Namen. Durch ihre natürliche Art kam sie in den sozialen Netzwerken super an. Mittlerweile darf sich das Model über eine Anhängerschaft von derzeit 3,9 Millionen Instagram-Abonnenten freuen. Derzeit steht Giesinger bei der New Yorker Modelagentur Muse Model Management unter Vertrag. Dabei ist Stefanie Giesinger alles andere als eine herkömmliche Influencerin, die die Produkte aller möglichen Firmen mit Werbespots an den Mann bringen will. Auf Stefanies Instagram-Kanal überwiegen nach wie vor professionelle High-Fashion-Bilder. Die meisten aufgenommen von YouTube-Star und Model Markus Butler, mit dem Stefanie seit 2016 liiert ist. Dennoch, hochwertige Werbeverträge wie der mit L'Oreal finden auf ihrem Kanal durchaus Platz. 2018 gewann sie den bei Influencern prestigeträchtigen About You Award in der Kategorie Idol des Jahres. 2018 rief Stefanie in Zusammenarbeit mit der Drogeriemarktkette DM ihre eigene Gesichtspflegemarke namens Mon ins Leben. Bei dem Wort Mon handelt es sich um ein russisches Possessivpronomen. Doch die eigene Pflegemarke sollte nicht das einzige sein, was Stefanie gründete. Im April 2020 verkündeten Stefanie Giesinger und ihr Freund Markus Butler auf Instagram We're having a baby. Die Überraschung ihrer Abonnenten hielt nur kurz an, denn schnell fügte das Model hinzu, not a human one. Bei ihrem Baby handelt es sich eigentlich um ihr eigenes Modelabel namens New In, das für nachhaltige und hochwertige Fashion steht und von Influencerinnen wie Ann-Kathrin Götze und Anna Johnson gefeiert wird. 2018 musste Stefanie Giesinger am Bauch operiert werden. In ihrer Instagram-Story erklärte sie ihren Followern damals, dass sie unter einem Syndrom leide, das sich Volvulus durch Malrotation nenne. Beim Volvulus verdreht sich ihr Darm immer wieder, bis sie einen Darmverschluss bekommt. Oftmals dreht sich ihr Darm von ganz allein wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Jedoch ist dies nicht immer der Fall. Dann geht es dem Model sehr schlecht und es leidet unter Erbrechen und Schmerzen. Die Operation verlief erfolgreich und Stefanie geht es wieder gut. Nach meiner OP hatte ich eine Phase, in der ich das Haus nicht verlassen konnte, weil ich mich zu schwach gefühlt habe. Da war ich echt richtig schlecht drauf. Ich würde sogar sagen, dass ich da Depressionen hatte. Mittlerweile hat sie aber einen Weg gefunden, wie sie sich selbst aus derartigen Tiefs holen kann. Mithilfe von positiven Affirmationen, die sie ihrem Spiegelbild sagt. Doch auch ihr Freund Markus hilft ihr in schweren Phasen sehr.